Mittlerweile hat auch Notre Same seinen Platz in der Startmaschine gefunden. Mighty Mouse und Risalto kommen jetzt heran. Mighty Mouse ist drin, Risalto gleich auch. Jetzt sind sie alle startklar für das sechste Rennen. Und der Start erfolgt zum Preis der Fortuna Düsseldorf 1895. Auf den ersten Metern zeigt sich Jungle Boogie an der Spitze aus Notre Same. Weiter innen Angreifer, dahinter ist Mighty Mouse mit außen Risalto auf dem Vormarsch. Und Elias ordnet sich zunächst am Ende des Feldes ein, das sich in Kürze hier vor der Haupttribüne befinden wird. An der Spitze Jungle Boogie, dahinter außen nun Risalto an zweiter Position. Angreifer ist drittes Pferd, dahinter Notre Same, gefolgt von Mighty Mouse und Elias. So geht es in den Bogen zur Kastanienallee hinein. Jungle Boogie vor Risalto, dann Angreifer von Notre Same, dahinter Mighty Mouse und Elias. Keinerlei Veränderung in dieser Reihenfolge eingangs zur Kastanienallee. Jungle Boogie führt, dahinter unverändertes Bild, außen an zweiter Position, zeigt sich weiterhin Risalto, Angreifer ist dritter, dahinter ist Notre Same dicht auf, auch Elias und Mighty Mouse sind nicht weit zurück. Und so bringt Jungle Boogie das Feld gleich so langsam zum tiefsten Punkt der Rennbahn, außen an zweiter Position bleibt Risalto dicht dran, dritter innen ist Angreifer, dahinter Notre Same vor Elias und außen Mighty Mouse. Jetzt sind sie am tiefsten Punkt der Rennbahn. Es geht allmählich bergan und auch Richtung Berg. Im Bogen angekommen, Jungle Boogie mit außen Risalto vor Angreifer. Dahinter Notre Same an der Innenkante. An vorletzter Stelle sehen wir dann weiterhin Elias und außen die Begleitung von Mighty Mouse. So geht es nun den Berg hinauf. Und vorne bleibt Jungle Boogie. Aber außen lässt sich Risalto nicht so leicht abwimmeln. An dritter Position Angreifer. Notre Same ist dicht dran mit Elias vor Mighty Mouse. Oberhalb des Anstieges angelangt sind es jetzt noch 100 Meter bis zum Schlussbogen. Und dort führt weiterhin Jungle Boogie. Aber außen Risalto ist hartnäckiger Angreifer. Angreifer selbst an der Innenseite an vierter Position jetzt von Notre Same passiert. Dahinter Mighty Mouse und Elias. So geht es nun zur Geraden hin und gleich sind es noch 400 Meter bis zur Entscheidung. Jungle Boogie an der Außenseite Risalto. Angreifer innen und außen Notre Same setzen nach. Elias kommt vom Ende des Feldes mit Mighty Mouse. Aber an der Spitze Risalto und Jungle Boogie kaum zu trennen. Gleich sind wir an der 200 Meter Marke angelangt. Und außen Risalto knapp im Vorteil. Mighty Mouse, aber jetzt von der dritten Position setzt nach, wird Zweiter an Jungle Boogie vorbei. Kann es noch für den Sieg langen? Risalto führt, Mighty Mouse mit jedem Schritt ist da. Mighty Mouse an der Innenseite, siegt noch vor Risalto. Dahinter Elias sogar noch Dritter vor Jungle Boogie, dann Angreifer und Notre Same. Und hier ist auch der vorläufige Richterspruch zum sechsten Rennen. Im Preis der Fortuna Düsseldorf 1895 siegte mit der Programmnummer 3 der achtjährige Wallach Mighty Mouse. Auf dem zweiten Platz die 5 Risalto und dritter dahinter die 6 Elias vor der 2 Jungle Boogie. 3-5-2 und unter dem Patronat von Fortuna-Spieler Axel Bellinghausen siegt hier Mighty Mouse, die Programmnummer 3, geritten von Eduardo Pedrosa, im Besitz von Udo Rattay und vorbereitet von Annika Rosenbaum. Wir gratulieren.